Angela Merkel wird auch in den nächsten 4 Jahren Deutschland bei Staatsauftritten repräsentieren. Nach der Wahl gestern ist die alte Kanzlerin wohl auch die neue Kanzlerin. Stellt sich nur die Frage, wie sich die neue Regierung im Einzelnen zusammenstellt. Denn zu einer absoluten Mehrheit hat es nicht gereicht. Außerdem ist der Juniorpartner FDP zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren nicht im Bundestag vertreten. Möglicherweise muss Merkel also einen sauren Apfel beißen und eine große Koalition anpeilen. Und genau da sehen Experten Probleme. Bis die zwei sich dann zu einer großen Koalition erstmal zusammengerauft haben, wird erstmal ein politisches Vakuum entstehen. Also die brauchen mindestens 2 Monate erfahrungsgemäß, bis sie einigermaßen einen Kurs erkennen können für sich beide. Eine Konstellation, die für Unsicherheit sorgen und die Märkte stören könnte. Den deutlich größeren Einfluss sehen Analysten derzeit allerdings in der Politik der Notenbanken. Die Fed setzt überraschend weiter auf eine ultra-expansive Geldpolitik. Die Börsen haben davon zunächst profitiert. Der DAX hat gleich mehrere neue Allzeithochs aufgestellt. Klingt zunächst positiv. Allerdings befürchten Experten eine Blasenbildung. Sollte es einen Rückschlag geben, könnte der entsprechend heftig ausfallen. Ja, es kann schon deutlich nach unten gehen und deutlich verstehe ich dann 400-500 Punkte. Aber bis jetzt stehen die Ampeln immer noch auch grün, auch wenn wir mal einen schwächeren Tag haben. Schwächere Tage waren für den DAX im September bisher selten. Jetzt gilt es, die Bundestagswahl und die Folgen zu verarbeiten. Es wird spannend, wer unter Kanzlerin Angela Merkel die neue Regierung bildet. Dieses Bild, das hier gemeint